Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls. Ich hatte gehofft, euch hier zu finden. Ich spürte eine mächtige Schicksalswelle und kam, so schnell ich konnte. Und ich spürte, dass du vermutlich in dieser Folge wieder mit dabei sein würdest. Und deswegen habe ich einen kleinen Cut gemacht in der letzten Folge und jetzt gerade diese Folge wieder angefangen. Ich habe die Ebenen nach Hinweisen auf Torvesats Treiben durchkämmt. Ich nahm Wahrscheinlichkeitswellen wahr, die durch die dädrischen Ebenen schwappten. Stellt euch meine Überraschung vor, als ich sie zu ihrem Ursprung zurückverfolgte. Dem uralten Miskakant. Was ist dort geschehen? Ich besiegte König Natarion, doch Itelia gewann ihre gesamten Kräfte zurück und zog mit Scherbenmarschall Vargas von dannen. Die Rückbesinnung mag zerstreut und führungslos sein, da Natarion tot ist und Torvesat gerade sonst wo irgendetwas treibt. Doch die Schlacht hat sich nur mit noch höheren Einsätzen in eine neue Arena verlagert. Die Fäden des Schicksals beginnen bereits, beunruhigend schnell zu zerfasern. Wenn Itelia wieder auf ihrer eigenen Ebene ist, warum zerfasert das Schicksal dann? Ich glaube nicht, dass die Wirklichkeit durch Itelias Umherstreifen bedroht wird, sondern durch ihre Entscheidungen. Wozu auch immer sie sich entschließt, die Wirklichkeit muss sich daran anpassen. Bei dem Versuch wird sie zerbrechen. Die Bedrohung durch diese Entscheidung ist der Grund, warum das Schicksal nun zerfasert. Also, was machen wir? Der Wissende hat mir das noch nicht erläutert. Doch solange die Wirklichkeit weiter besteht, haben wir noch immer eine Möglichkeit, Itelia davon abzuhalten, alles zu zerfasern. Bringt eure Angelegenheiten mit Beragon zu Ende, Entsandte. Unser Werk ist noch nicht getan. Ja, aber mein Werk ich mit Beragon eigentlich. Ich bin froh, dass ihr zurück seid, Lehrer Miel. Vielleicht könnt ihr uns begreifen, helfen, was mit Itelia in Miskakant geschah. Das Schicksal verlangt, dass ich seiner Entsandten helfe. Daher bin ich hier. Ein paar Reste der Rückbesinnung mag es geben, doch diese Bedrohung schwindet rasch dahin. Ohne Natarion oder den Stab der vielen Pfade wird es keine weiteren Wildbrände geben. Der verrückte Traum eines neuen Aeliden-Königreichs, das die Westauen ersetzt, ist tot. Und das war nicht unser einziger Sieg, meine Freundin. Von welchen anderen Sieg spricht ihr, Beragon? Durch die Rettung von Skingrad und Vashabar vor Natarions Plänen habt ihr beide Seiten gelehrt, gegen eine gemeinsame Bedrohung zusammenzustehen. Was auch immer als nächstes kommt, das gesamte Volk der Westauen wird sich ihm gemeinsam stellen. Dafür danke ich euch. Es ist nicht viel, aber bitte nehmt dies. Ja, und wir erhalten einen schweren Schulterschutz in Robust vom Set Aleiden-Refugium und einen Fertigkeitspunkt. Ich habe Vashabar über Natarions Schicksal benachrichtigt und Tribunin Aleas Speer berichten, die Rückbesinnung sei auf der Flucht. Doch die dädrischen Vorstöße aus Spiegelmoor gehen unvermindert weiter. Ich glaube nicht, dass Scherbenmarschall Vargas schon mit uns fertig ist. Itelia sagte, sie würde unsere Welt verlassen. Warum greift die Scherbensaat immer noch an? Scherbenmarschall Vargas hat eindeutig vor, die Westauen für ihre Fürstin zu erobern. Das hat sie in der Feldergardburg recht deutlich gemacht. Doch es gibt womöglich noch einen anderen Grund für die Vorstöße. Solange Vargas uns hier beschäftigt, können wir nicht Itelias Pläne stören. Was meint ihr? Itelia sagte etwas über einen Webstuhl und die Wiederherstellung dessen, was verloren ging. Und ihr Plan führt wahrscheinlich zu diesem Ende der Wirklichkeit, von dem Lehrer Miel immer wieder spricht. Tragen wir den Kampf zu Itelia und verhindern so vielleicht, was ihr vorschwebt. Steht ihr mir bei? In Ordnung. Halten wir Itelia auf. Werft einen Blick auf den Strang der Geheimnisse. Falls Itelia nach Spiegelmoor zurückgekehrt ist, wo auch immer das sein mag, kann der Strang uns vielleicht zeigen, wie wir ihr folgen können. Es ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Was geschieht jetzt nach Natarions Tod mit Vashabar? Die Waldelfen werden nicht alles einpacken und nach Walenwald zurückkehren, falls ihr das meint. Natarion irrte sich bei vielem, doch es ist Platz für Bosmer in den Westauen. Ich glaube, ihre kolovianischen Nachbarn werden das auch noch merken.
Wer wird jetzt in Vashabar herrschen? Ich glaube, Vashabar ist mit Königen fertig. Nontarion stammte aus einer alten Familie in Silvena. Daher akzeptierten die Bosmer, die ihm folgten, diesen Titel. Ich denke, sie werden sich einen etwas bescheideneren Anführer suchen. Grünsprecherin Darulit wäre eine gute Wahl. Ihr sagtet, ihr hättet Berichte über einen weiteren Vorstoß der Scherbensaat? Ich habe eigene Kontakte. Alte Gewohnheiten legt man nur schwer ab, schätze ich. Doch diese Berichte stammen von Legionsspähern, die Tribunin Alea Meldung erstatten. Sie gaben Bescheid, dass Spiegelmoormonster immer noch überall in den Auen wie aus dem Nichts erscheinen. Sollten wir nicht versuchen, die Westauen vor diesen Vorstößen zu beschützen? Ich denke, ihr könntet gegen diese dädrischen Monster den entscheidenden Unterschied machen. Doch wir können eine Menge Schlachten gewinnen und dennoch den Krieg verlieren. Diese Vorstöße werden weitergehen, bis wir sie an ihrer Quelle aufhalten. Wir müssen uns um Scherbenmarschall Vargas kümmern. Irgendwelche Ideen? Nein? Eine Karte, die genau zeigt, wo Itilias Macht zu finden ist? Das klingt erstaunlich nützlich. Ich frage mich, wer sich das ausgedacht hat. Macht nur und probiert es aus, Kameradin. Ich will dieses Strangding bei der Arbeit sehen. Falls wir Itilias Ebene finden, macht ihr euch keine Sorgen, was wir uns dort stellen müssen? Sorgen? Wie könnte ich nicht? Ich weiß nichts über die Ebenen des Vergessens. Nur, dass Sterbliche dort nicht hingehören. Mir wäre es lieber, mein ganzes Leben in unserer eigenen Welt zu verbringen. Vielen Dank auch. Unsere Feinde lassen uns diese Möglichkeit aber nicht, oder? Ja, man hat halt immer die Wahl. Ja, ich hatte es doch gerade. So. Wenn dir? Sagt euch das etwas, Leramil? Es gibt viele versteckte Pfade zwischen den Ebenen. Ich vermute, der Strang der Geheimnisse hat uns einen gezeigt. Macht euch bereit. Wie genau bereiten wir uns auf das Reich des Vergessens vor? Ein guter Punkt. Man weiß nicht, worauf wir treffen. Und doch ist das unser Weg. Faszinierend. Vendir ist eine weitere Aileiden-Ruine. Doch der Strang der Geheimnisse bietet keinerlei Erklärung außer einer Markierung auf der Karte. Ein wahrlich raffiniertes Werkzeug, das der Fürstin des Flüsterns würdig ist. Ich bin neugierig, Entsandte. Was genau habt ihr gesehen, als ihr auf den Strang blicktet? Ich sag nur Unheil angerichtet. Der Strang der Geheimnisse offenbarte einen Ort in den Westauen nördlich von Skingrad. Ja, er zeigte mir das Gleiche. Ein Ort, an dem Itelia ihre Macht einsetzte? Ich bezweifle, dass sie noch auf Nirn ist. Der Strang konfrontiert uns mit einem sonderbaren Rätsel, das wir lösen müssen. Als ihr Itelia bei Vargas in Miskakant gesehen habt, was sagte sie da genau? Sie sagte, es sei an der Zeit, nach Hause zu gehen und etwas über einen Webstuhl und dass das Verlorene wiederhergestellt werden müsse. Ein Webstuhl? Also eine Maschine, die etwas webt? Verblüffend. Was Itelias Heimat angeht, ihre Ebene im Reich des Vergessens geriet ebenso in Vergessenheit wie sie. Es gibt keine Aufzeichnungen, die uns den Weg nach Spiegelmoor weisen könnten. Und der Gedanke, das wiederherzustellen, was verloren ging, das höre ich nur ungern. Was genau zeigte der Strang der Geheimnisse uns dann? Ich denke, das ist der Punkt, zu dem wir reisen müssen, um Itelia zu folgen. Vielleicht finden wir ein Portal zu ihrer Ebene dort. Oder vielleicht gibt es etwas in Vendir, was wir erfahren sollen. Wir müssen dem Strang vertrauen. Ich treffe euch dort, Entsandte. Nun gut, dann treffen wir uns dort. So, da sind wir auch schon und können wieder nicht reiten. Na komm schon. Ja. Wo sind die anderen, beziehungsweise wo ist Leramil? Nicht hier, wo sie sein sollte.
Kommt man so nicht dran vorbei, ne? Ja. Das ist nicht gut. Muss man hier hoch den Eingang finden? Nee, da hinten. Ich spüre hier eine Anomalie, Entsandte. Ja, und ich hätte sie schon längst nutzen können. Danke. Die Ebenen sich teilen lassen. Vielleicht kann Tilga helfen. So, darf ich jetzt endlich? Der Strang wollte, dass wir das hier finden. Seltsam. Das ist Ferngrab. Mhm. Ist Itelia hierher gekommen, um die himmlische Sänfte zu benutzen? Hm. Beragon und Tribunen Alea waren gleich hinter uns. Doch sie sind nicht erschienen. Wir sollten reden, Entsandte. Das ist nicht gut. Das Portal hat uns auf die Halbebene Ferngrab gebracht. Sie hat keinen Fürsten und dient als Knotenpunkt im Reich des Vergessens. 1000 Türen führen nach Ferngrab und von dort weg. So sagt man zumindest. Doch das Schicksal von Beragon und der Tribunen macht mir Sorgen. Ich war schon in Ferngrab. Ich bin nicht überrascht. Viele, die durch die Ebenen reisen, kommen durch Ferngrab. Doch dieses Viertel der Stadt erkenne ich nicht. Noch kann ich erklären, was mit unseren Verbündeten geschehen ist. Hm, vielleicht wurde das durch Itelias Anwesenheit ausgelöst. Was meint ihr damit? Die Scherbensaat ist hier zahlreich vertreten. Und bei meinen vorherigen Besuchen fiel mir nichts auf, das wie diese Kristallwucherungen vor uns aussah. Ich glaube, Itelia hat diesen Teil von Ferngrab umgeformt, als sie hier entlang kam. Was sich auch auf unser Portal ausgewirkt haben könnte. War Itelia nur auf der Durchreise an einen anderen Ort, als sie durch Ferngrab kam? Das ist eine Möglichkeit. Doch mir fällt gerade eine andere ein. Niemand kennt mehr die wahren Ursprünge von Ferngrab. Ihr meintet, Itelia wollte nach Hause zurückkehren. Ich frage mich, ob dies ihre Ebene war, bevor sie vergessen wurde. Ihr meint, Ferngrab ist Spiegelmoor? Nur eine Vermutung. Doch falls dieses verlorene Viertel von Ferngrab einst Teil von Itelias Ebene war, ist es im Lauf ihrer langen Abwesenheit verfallen. Nun, wir werden weder unsere Verbündeten noch die Antworten finden, nach denen wir suchen, wenn wir hier herumstehen. Gehen wir weiter. Jawohl, Sir. Ma'am. Was auch immer. Ich kann wieder nicht laufen. Nicht laufen, reiten. Alle zeigen auf jeden Fall Itelias an. Lasst das Schicksal eure Lebenskraft erneuern, Entsandte. Naja, es darf gerne meine Lebenskraft erneuern. Wo muss ich denn hin? Ich befürchte, ich muss auf die andere Seite, oder? Ah, nee. Diese Tür, Entsandte. Ich glaube, das ist unser Weg voran. Da seid. Ja, klar. War das gerade Beragon? Ja, toll. Jetzt kommt er nicht mehr mit rein, oder was? Scherbenmarschall Vargas ist über euch. Also. Bleibt in meiner Nähe. Ihr wagt es, den Spiegel nur einzudringen, in das Herz unserer Macht. Ich verlange euch auf die vielen Pfade, ohne Wiederkehr. Vargas verbannte unsere Verbündeten auf die vielen Pfade. Ich brauchte alles, um uns abzuschirmen. Beragon und Tribunen Alea können dir nun nicht mehr helfen. Wir müssen ohne sie weiter. Es tut mir leid, Entsandte. Ich versuchte, unsere Gefährten abzuschirmen. Doch es gelang mir nicht. Es brauchte alle mir zur Verfügung stehende Kraft, damit wir nicht zusammen mit ihnen verbannt wurden. Es scheint, Scherbenmarschall Vargas ist wesentlich mächtiger als bei unserem letzten Aufeinandertreffen. Ja, sie hat ja jetzt auch die Macht, Intus, ne? So wie ich das verstanden habe. Oder hat das nur Itel? Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, sie hat auch was abbekommen. Scherbenmarschall Vargas sagt, sie hätte Beragon und Tribunin Alea auf die vielen Pfade verbannt. Ja, Beragon und Tribunin Alea waren nicht mehr wirklich für uns und wurden woanders wirklich. Das ist das Wesen der vielen Pfade,
und ein schreckliches Beispiel dafür, wie sich die Fähigkeit, sich durch sie hindurch zu bewegen, missbrauchen lässt. Ach, ist nicht schlimm. Unsere Superhelden haben ja schon gezeigt, wie das funktioniert mit verschiedenen Wirklichkeiten. Können wir die Lampe der Klarheit einsetzen, um sie zu finden? Vielleicht. Aber nur, wenn wir einen Verbindungspunkt auf dieser Ebene finden. Scherbenmarschall Vargas muss unsere Verbündeten nicht nur jenseits dieser Wirklichkeit geschleudert haben, sondern auch in eine räumliche Entfernung. Ich meinte natürlich Loki. Wo sind dann Beragon und Tribun in Alea? Sie sind anderswo. Die vielen Pfade führen zu anderen Möglichkeiten. Verschiedenen Wirklichkeiten. Es gibt keinen Weg, um zu erfahren, wo Vargas sie hinschickte. Wir sollten lieber weitergehen. Vielleicht finden wir eine Verbindung, an der man die Lampe einsetzen kann. Den Weg weitergehen, okay. Die Fäden des Schicksals im Ferngrab herum sind in Aufruhr. Etwas Bedeutendes wird bald geschehen. Eine verbleibende Erinnerung? Benutzt das Echo mir entsandte. Euer Umherstreifen ist nutzlos, Torvesar. Was ihr sucht, ist hier. Der Webstuhl der unbereisten Straße. Ich weiß nicht, was er ist, aber er ist wichtig. Starrt auf das geschlossene Portal, bis ihr verrückt werdet, Vargas. Ich suche meine fehlenden Erinnerungen. Eine Erinnerung an Torvesat und Vargas, bevor sie bargen, was vergessen war. Unterhalten wir uns. Itelias Sprosse tun mir fast schon leid. Man existiert Jahrtausende lang, gequält vom Gefühl, dass einem etwas fehlt und man seinen Daseinszweck suchen muss. Der Webstuhl der unbereisten Straße. Das muss der Webstuhl sein, von dem Itelia in Miskakan sprach. Also wurde Scherbenmarschall Vargas schon von diesem Ort angezogen, bevor sie sich an den Grund erinnerte? In der Tat. Der Webstuhl der unbereisten Straße ist eine Apparatur von großer Bedeutung. Vargas vergaß, was er war, doch seine Existenz nagte weiter an ihr. Dorthin hat Itelias Spur uns geführt. Wir müssen einen Weg finden, ihr zu folgen. Wie machen wir das? Vielleicht gibt es noch mehr hier, was unsere sterblichen Sinne nicht wahrzunehmen vermögen. In dieser Wirklichkeit haben Torbogen und Spiegel schon lange ihre Macht verloren. Doch auf den vielen Pfaden ist dem womöglich nicht so. Setz die Lampe der Klarheit ein, Entsandte. Achso, da. Ein ruhendes Portal. Entsandte, wir brauchen einen Weg, es zu aktivieren. Halt, optionale Schritte, außerdem müssen wir anscheinend noch ein Rätsel lösen. Die Symbole, die die Lampe der Klarheit über den Spiegeln offenbarte, sind die gleichen wie jene, die über dem Portalbogen auftauchten. Da besteht sicher eine Verbindung. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Hat sie doch gerade erklärt. Die Runen über dem Bogen und die von der Lampe der Klarheit offenbarten Runen auf den Spiegeln sind die gleichen. Vielleicht können wir durch die Aktivierung der Spiegel in einer bestimmten Reihenfolge das ruhende Portal erwecken und so hineingelangen. Die Symbole in den Spiegeln passen zu den Symbolen auf dem Bogen. Das muss etwas bedeuten. So, da muss ich das ein bisschen größer machen. Also, als erstes glaube ich, dass das Symbol ist. Das hat etwas bewirkt. Versucht es mit weiteren Spiegeln. Und das. Und das. Gut gemacht. Das ruhende Portal ist erwacht. Ich bin gespannt, den Webstuhl warum zu sehen. Warum müssen die immer anfangen zu reden, sobald man durch ein Portal gegangen ist? So, du kannst mit den anderen spielen. Ich muss mal gucken, wo ich eigentlich hin muss. Ist das noch ein isolierter Teil von Ferngrab? Oder eine Taschendimension auf der Halbebene? Sollte ich vielleicht nicht runterspringen? Ist ein bisschen tief.
Entsandte Seed. Noch eine Erinnerung. Benutzt das Echonier. Würde ich ja, ich bin aber gerade ein bisschen beschäftigt. Du auch noch? Wenn nicht, dann loot ich den erstmal. Ach, jetzt ist er doch da? Er war da. Mein Wegstuhl der unbereisten Straße füllt diesen Ort aus. Vom Kern aus sprenge ich die Ketten des Schicksals. Mache Fehler ungeschehen, entfessle Möglichkeiten, schreibe neue Geschichte. Itelia kann mit dem Webstuhl die Geschichte ändern? So wird sie wiederherstellen, was verloren ging. Er ist prächtig, aber sehen manche Fürsten ihn nicht als Bedrohung? Eine Bedrohung? Er ist ein Geschenk, uneingeschränkter Auswahl. Der Webstuhl webt eine neue Geschichte für jedes Wesen. Das, was für es wahr sein soll. Allen soll er zugutekommen. Ein wunderbares Geschenk, mein Fürstin. Itelia und Vargas sind am Kern des Webstuhls. Wir müssen zu ihnen, bevor sie die uns bekannte Wirklichkeit zerstören. Okay, das heißt, dass wir da weiter müssen, nehme ich mal an. Doch, denke ich schon. Alles gut. Das große Skelett über uns ist einer der Träger von Ferngrab. Was für ein Skelett? Itelia verwandelt ihn in seine Spiegelmoorreflexion. Ich habe gerade keine Zeit zu gucken, es tut mir leid. Aber ich sehe hier sehr viele kaputte Spiegel, so wie es aussieht. Obwohl Spiegel, ja, es könnte theoretisch auch Eis sein oder so. Seht ihr die Bögen vor uns? Sie markieren wohl den Vorbogen in den nächsten Teil des Webstuhls. Ich bin nicht sicher, wie ich fortfahren soll. Und wir haben keine Zeit, ziellos umherzustreifen. Entsandte, seid ihr verletzt? Noch nicht, könnte aber noch kommen. Der Strang der Geheimnisse auch wegen ihm hier. Hat noch nie versagt. Dürfte ich das Relikt sehen? Ich bin überrascht, dass ihr nicht verletzt wurdet, Entsandte. Das Entrollen des Strangs der Geheimnisse schien einen reziproken Paroxysmus zu verursachen. Das bedeutet, es löste einen Rückschlag aus, wie euch sicher aufgefallen ist. Ja, so ein ganz klein wenig. Etwas hinderte mich daran, den Strang der Geheimnisse einzusetzen. In der Tat. Und was auch immer das verursachte, laugte auch die Macht des Strangs vollkommen aus. Vielleicht schirmte Itelia den Strang der Geheimnisse irgendwie gegen den Einfluss der rivalisierenden Fürsten ab. Oder ist das eine Eigenschaft des Webstuhls? Itelia schirmte den Webstuhl ab? Wie? Das kann ich nicht sagen. Daedra-Fürsten sind auf ihren eigenen Ebenen übermächtig. Je länger wir aufgehalten werden, desto stärker wird Itelia. Die nächste Verteidigung, die wir auslösen, könnte noch gefährlicher sein. Es wäre wohl unklug, Tilga hier einzusetzen. Was sollten wir also tun? Ich habe genug von Itelias Ebene erlebt, um den Fluss der Macht zu spüren. Ich glaube, ich kann meine Portalmagie einsetzen, um tiefer in den Webstuhl einzudringen. Vielleicht sogar den Kern zu erreichen. Solange Itelia unser Herannahen nicht spürt, sollten wir keine Schwierigkeiten haben. Nun gut. Schnell jetzt. Das von mir geöffnete Portal sollte uns bis zum Kern des Webstuhls bringen. Ja, tut es. Itelia will nicht gestört werden. Verfault in eben jenem Kerker, der sie äonenlang festhielt. Vargas leitete meine Hand. Sie setzte uns in Itelias Gefängnis. Ich sehe eine Erinnerung. Zum Wohl der Wirklichkeit dürft ihr nicht frei sein. Niemand sperrt mich ewig ein, Mora. Irgendwann entkomme ich aus dieser Zelle. Kein Schicksal, das ich vorhersehe, führt zu eurer Freiheit. Verzeiht, Itelia. Ich tue dies, um die Wirklichkeit zu bewahren. Hermeus Mora konnte nicht vorhersagen, was er nicht wahrnehmen konnte. Itelias Sprosse,
Die Ungesehenen. Suchen wir uns einen Fluchtweg. Ja. Erkundet das Gefängnis. Achso, hier. Die Lampe funktioniert noch und offenbarte einen Pfad. Wir sollten ihm folgen. Sollten wir. Allerdings sollten wir, glaube ich, jetzt tatsächlich auch die Viecher mal kaputt machen, weil es kann ja immer mal sein, dass hier irgendwas drin ist. Es ist zwar hier schön zu sehen, wo wir hin müssen auf der Karte. Okay, so viel war das nicht. Hey! Ist das Beragon? Diese Spiegel blicken in andere Wirklichkeiten. Sie könnten Tore auf die vielen Pfade sein. Versucht ihn mit der Lampe der Klarheit zu befreien. Nö, habe ich schon. Scherbenmarschall Vargas schickte uns irgendwohin. Das Ferngrab, das wir erkundeten, verblasste. Ich fand mich plötzlich in einer anderen Fassung unserer Wirklichkeit wieder. Einer Spiegelwelt, dunkel und leer, voll von seelenzermalmendem Grauen, wie ein eiserner Griff. Um mein Herz. Eine Spiegelwelt? Könnt ihr sie beschreiben? Ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären soll. In welchem Teil der vielen Pfade ich auch geschleudert wurde. Es war eine dunkle Spiegelung unserer Wirklichkeit. Zeitlos. Leer. Keine Welt aus Spiegeln. Sondern die Welt, die man im Spiegel sieht. Ergibt das irgendeinen Sinn? Wo ist Tribune in Alea? Ich weiß es nicht. Ich habe sie nicht mehr gesehen, seit Vargas ihren Zauber wirkte. Sie war vielleicht in der Welt, in der ich gefangen war. Sie könnte aber auch irgendwo anders sein. Auf der anderen Seite sind Spiegel wie Fenster. Man kann durch sie hindurchsehen, aber mehr nicht. Ich wartete hier und hoffte. Könnten wir über die vielen Pfade aus diesem Gefängnis entkommen? Das waren die einzigen Spiegel, die ich fand. Ich konnte nicht hindurch, bis ihr die Lampe eingesetzt habt. Ich bin nicht sicher, ob es ohne Hilfe einen Weg aus den vielen Pfaden heraus gibt. Bleiben wir in dieser Wirklichkeit, meine Freundin. Ich glaube, wir können das Ende des Labyrinths von hier aus erreichen. Wenn es kein Entkommen über den Weg gibt, dem Beragon folgte, müssen wir weiter. Geht voran, Entsandte. Tja, aber die einzige Möglichkeit, hier weiterzugehen, ist halt sein Weg. Deswegen... Ah, schon kommen die nächsten Gegner. Irgendwie sind wir hier scheinbar richtig. Hm, jetzt hier hinten. Da ist was. Ich dachte, ich würde da niemals rauskommen. Hm, aber bei dir ist der Ausgang. Ihre Macht ist fort. Immerhin ist Tribunen Alea gerettet. Da wir nun wieder zusammen sind, suchen wir uns doch einen Weg hier heraus. Als Vargas angriff, sah ich einen Lichtblitz und plötzlich war ich an einem anderen Ort. Es sah ein wenig wie Ferngrab aus, doch alles war fort. Einschließlich Beragon. Ich streifte umher, bis ich diese Spiegel fand. Danke, dass ihr mich da herausgeholt habt, Kameradin. Ja, dankt mir später, Beragon. Wir haben Beragon verloren. Sollen wir nochmal zurückgehen? Ach, ich gehe einfach weiter. Der wird uns schon finden. Seht, eine Anomalie wie jene, die wir in Vendir sahen. Es hat geklappt. Und Tilgar scheint bisher unverändert. Verlassen wir diesen Ort. Beragon ist wieder da. Sehr schön. Namen aller Göttlichen ist dieses Ding. Ein dädrisches Gerät von unvorstellbarer Macht. Wir müssen den Weg zum Kern des Webstuhls finden und die schreckliche Maschine Ithelia, vernichten. Scherbenmarschall Vargas und Torvesar dort unten. Worauf warten wir? Bringen wir es zu Ende. Tja. Ihr kämpft mit mir, ne? So wie ich das verstehe. Ich mache meine Gefangenschaft ungeschickt. Wäre ich nie vergessen gewesen.
Ich finde einen Pfad, auf dem ich nie mit dem Verlust des Schicksals eure Lebenskraft erneuern kann. Lebe ich in dieser Wirklichkeit. Spiegelmord steht bereit, meine Fürstin. Webt eine bessere Wirklichkeit mit eurem Webstuhl. Also so ein bisschen rachesüchtig ist sie dann doch. Jetzt! Zeigt keine Gnade! Passt auf! Der Scherbenmarschall wartet auf uns! Markas ist abgestürzt, Kameradin! Benutzt Träger, um die Portale zu vernichten! Ja, ja. Mittlerweile kennen wir das. Lasst eure Kraft durch die Schicksalshelden wiederherstellen. Sag ich. Och komm! Diese Feigen! Ey. Ich würde die ja gerne wieder mit voller Kraft angreifen, aber die hüpft dann ja sowieso wieder nur dumm herum und dann macht sie wieder Portale. Benutzt Tilger, um den Webstuhl zu vernichten. Morgen, die Entflechterin! Ich bin erfüllt von der Macht der vielen Pfade! Kommt, Torvesaat, hinfort! Ihr habt es geschafft, Freundin. Doch was geschieht mit Ithelia? Ithelia ist etwas anderes geworden. Tilger ist ausgelaugt. Doch sein Werk ist getan. Der Webstuhl wurde vernichtet. Ich öffne einen Ausgang. Verlassen wir diesen Ort. Hey, wo sind die? Hallo, Leute. Ach, die sind oben. Gut, ja? Euch zu sehen, Kameradin. Beragon wartet im Reliktraum auf euch. Ja, wenn du mir jetzt noch sagst, wo der Reliktraum ist, aber sie hat irgendwo hierhin gezeigt. Hallo, meine Freundin.
Legt die Relikte in den Kasten. Sie mögen nun machtlos sein, doch wir sollten nicht die Rolle vergessen, die sie spielten. Ich weiß nicht, ob ich sie für immer hier verwahren will, aber fürs Erste ist das in Ordnung. Reden wir. Die Relikte nicht mehr nutzen zu können, ist schlecht. Doch wenigstens haben wir den Webstuhl vernichtet und die Telia davon abgehalten, unsere Wirklichkeit zu verändern. Ich begreife nicht einmal so recht, was das bedeutet. Doch da wir nun wieder in den Westauen sind, geht es um örtliche Angelegenheiten. Was war das von wegen örtlichen Angelegenheiten? Ich habe Graf Calanthius und Grünsprecherin Darolith überzeugt, sich zusammenzusetzen und zu reden. Sie sind endlich bereit, über eine Festigung der Beziehungen zwischen Skingrad und Vashabar zu sprechen. Ich habe mein Heim als neutralen Ort für das Treffen angeboten. Sie wollen auch mit euch reden. Der Graf und die Grünsprecherin möchten mit mir reden? Ihr solltet nicht überrascht sein. Ihr seid eine Heldin. Ihr habt Nantarion und Scherbenmarschall Vargas besiegt. Ja, es gibt noch Überreste von Rückbesinnung und Scherbensaat, doch ihr habt euch durch eure Taten das Vertrauen der Waldelfen und der Kolovianer gleichermaßen verdient. Nun gut, ich werde mit Graf Calanthius und Grünsprecherin Darolith reden. Sie warten draußen im Hauptraum auf euch. Ich weiß nicht, was genau Sie besprechen wollen, doch es kann wohl nicht schaden, Sie daran zu erinnern, dass Freunde bessere Nachbarn sind als Feinde. Oh ja, das definitiv. Na? Bekomme ich was von Käse ab? Reisende, wir hatten gehofft, euch hier zu sehen. Mir wurde gesagt, ihr habt König Nantarion unter Vashabars Wurzeln getötet. Ich weiß, er musste aufgehalten werden, doch diese Tragödie wird mich dennoch lange quälen. Er begann mit einer großen Vision, bevor er sich auf dunkle Wege verirrte. Seid ihr jetzt die Anführerin von Vashabar? Vashabar ist mit Königen fertig. Doch ich kann für die Leute von Dämmerholz sprechen. Es obliegt mir, die Verpflichtungen zu erfüllen, die uns Nantarion hinterließ. Wir müssen versuchen, den Schaden wieder gutzumachen, den er den Westauen zufügte. Wie wollt ihr das bewerkstelligen? Ihr und Tribunen Alea habt uns gezeigt, was möglich ist, wenn man ein wenig Hilfe annimmt. Wir können nicht zurückgeben, was Nantarion nahm, doch wir können versprechen, ab jetzt gute Nachbarn zu sein. Und wir werden Dämmerholz nicht weiter ausbreiten. Mehr brauchen wir nicht. Was ist mit dem Wildbrand? Wenn wir noch mehr Wildbrandsamen finden, werden wir sie zerstören. Was den Bereich der Verwüstung angeht, werden unsere Grünsprecher versuchen, den Schaden zu beheben und das Land wiederherzustellen. Das wird dauern, aber die Natur wird heilen. Das tut sie immer. Tribunin Alea hat länger über euch gesprochen und mich mit Geschichten über eure Taten für die Westauen begeistert. Und allein der Gedanke, dass ihr weder aus Kingrad noch aus Vashabar stammt. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät für uns, um etwas aus eurem Beispiel zu lernen. Zu spät? Was meint ihr damit? Es wird kein leichtes Unterfangen, das von der Rückbesinnung gesäte Misstrauen zwischen Kolovianern und Waldelfen zu überwinden. Doch dank eurer tapferen Verteidigung der Westauen kann ich meine Leute wohl überzeugen, die Möglichkeiten und nicht nur die Bedrohungen zu sehen. Ihr wollt also, dass die Waldelfen von Vashabar bleiben? Ja, was mich angeht, ja. Natürlich muss ich gewisse Adlige und Landbesitzer überzeugen, sich von verlassenen Anwesen zu trennen, zu denen sie nicht zurückkehren können. Doch ich will, dass der neue Wald von Verbündeten Skingrads gehalten wird und nicht leer zurückbleibt, damit Monster und Gesetzlose dort einziehen können. Was geschieht jetzt? Ich habe eine Menge Gold aufgebracht, um Land aufzukaufen. Und damit sichere ich eine vertragliche Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn. Ich danke euch, Heldin. Ihr habt den Westauen in Zeiten der Not geholfen. Wo euch eure Reise auch hinführen mag, Skingrad steht für immer in eurer Schuld. Nantarion verriet alles, was uns heilig ist, Graf Calanthius, und er büßte für seine Verbrechen mit dem Leben. Ich will keinen Krieg mit Vashabar, aber Nantarion verwüstete Ostumir und tötete unsere Leute.
Wir können Dämmerholz nicht wieder in den Samen stecken, dem es entsprang. Doch wir wollen auch Frieden. Wir tun alles, um uns als Freunde der Auen zu erweisen. Ja, das hört sich doch gut an. Ich wollte gerade doch Beragon suchen, aber der ist schon hinter mir am Lauern hier. Trotz allem, dem wir uns stellen mussten, erkannte ich erst die wahre Gefahr für die Auen, als ich auf den vielen Pfaden verloren war. Ich glaube, ihr habt alles gerettet, als ihr den Webstuhl der unbereisten Straße vernichtet habt. Natürlich ist Itelia immer noch irgendwo da draußen. Und Torvesaat. Doch habt ihr gesehen, wie Itelia sich verwandelte, als sie die Macht des Webstuhls in sich aufnahm? Das ist ein Problem für morgen, meine Freundin. Ihr habt die Rückbesinnung aufgehalten und die Streitmächte Spiegelmoors zurückgeschlagen. Die Bewohner der Westauen können sich um die verbliebenen Diener Itelias kümmern. Wir können uns unseren eigenen Weg bahnen. Dank euch. Ja, und wir erhalten ein Andenken, und zwar das Echonia-Fragment. Das schauen wir uns natürlich gleich noch kurz an. Dann den Alessia-Kartensatz-Fragment des Suchers. Das wäre dann der zweite, glaube ich, weil kurz vorm Kampf oder nach dem Kampf haben wir, glaube ich, auch schon was bekommen. Und einmal einen gestärkten Heilstab sogar, oha, vom Set Symmetrie der Auen. Und natürlich ein Fertigkeitspunkt. Wir retteten die Westauen und bewahrten die Geschichte. Doch Fürstin Itelia ist frei. Verloren? Wir sind alle verloren. Sterbliche, die Wirklichkeit selbst ist bedroht. Ich hab gedacht, die Story ist jetzt zu Ende und schon kommt Scrooge schon wieder und versaut mir hier alles. Also erstens, warum... Und deswegen habe ich jetzt gerade so gemacht. Warum hat Leramiel jetzt gerade ein Zeichen von einer Daily auf dem Kopf gehabt? Und warum, Scrooge? Warum? Warum kommst du an und es geht schon wieder weiter? Ja, dann kann ich euch leider im Moment noch nichts zeigen, weil die Folge sonst zu lange wird. Aber ich verspreche euch, in der nächsten Folge werden wir uns das Andenken mal ganz kurz ansehen. Und dann werden wir mal schauen, was nicht mit Leramiel, was mit Scrooge ist, was die dann schon wieder für ein Problem hat. Ich sag dann einfach mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.